In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man eine Tangentengleichung von einem Punkt außerhalb der Kurve aufstellen kann. Als erstes die Problematik anhand von einem Schaubild. Wir haben hier eine Funktion f von x abgebildet und wir wollen von einem Punkt außerhalb der Kurve, beispielsweise 1-3, das ist unser Punkt A, Tangenten an der Kurve anlegen. Ich glaube, ihr könnt euch gut vorstellen, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder können wir hier eine Tangente an der Kurve anlegen, die würde die Kurve dann in dem Punkt B1 berühren. Oder auf der linken Seite, dann würde sie die Kurve in Punkt B2 berühren. Allerdings gibt es nicht immer zwei oder mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt den Punkt hier bei 5-0 wählen, wir nennen ihn jetzt einfach B, von hier aus könnten wir nur eine Tangente an der Kurve anlegen. Nach oben wäre es nicht möglich, weil wir dann die Kurve schneiden. Und wenn wir beispielsweise jetzt noch den Punkt hier wählen, bei 0-1, das wäre Punkt C, von hier aus kann ich gar keine Tangente an der Kurve anlegen, weil ich würde überall nur die Kurve schneiden. Also, es gibt im Prinzip mehrere Möglichkeiten. Man kann zwei oder mehrere, man kann eine oder gar keine Tangente an der Kurve anlegen. Und wie das Ganze rechnerisch aussieht, werden wir gleich sehen. Bevor wir zu unserer ersten Beispielaufgabe gehen, sollen wir klären, welche Tangentengleichung wir nutzen. Es gibt in der Mathematik mehrere Möglichkeiten, eine Tangentengleichung aufzustellen. Und ich werde jetzt die klassische Form benutzen, die in jeder Merkhilfe zu finden ist, und zwar die hier. Jetzt kurz zu dem Aufbau dieser Formel. Als erstes sehen wir rechts U und F von U. U und F von U sind immer die Koordinaten des Berührpunktes, wo man die Tangente an der Kurve anlegt. Zweitens erkennen wir noch f' von u. Die erste Ableitung ist natürlich immer die Steigung, deshalb ist hier f' von u die Steigung der Tangente. Und x und y sind die Koordinaten eines Punktes, was auf dieser Tangente liegt. Wie das genau zu benutzen ist, werden wir gleich anhand der Beispielaufgabe sehen. So, und jetzt kommen wir zu unserer ersten Beispielaufgabe. Und zwar gegeben ist eine Funktion f von x. Wir sollen bestimmen, falls möglich, die Tangenten an den Graphen von f, die durch den Punkt 0-6 verlaufen. Es ist nicht unbedingt zwingend, aber auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man eine Skizze anfertigt. Und die würde dann entsprechend so aussehen. Anhand dieser Skizze können wir uns eigentlich gut orientieren und sehen, okay, der Punkt 0-6 ist hier, an dieser Stelle. Und durch diesen Punkt können wir zwei Tangenten an der Kurve anlegen, einmal hier und einmal hier. Also, kurz gesagt, wir hätten dann entsprechend zwei Berührpunkte, den nenne ich B1 und den hier nenne ich B2, die wir zuerst bestimmen müssen, damit wir am Ende eine Tangentengleichung aufstellen. Ob jetzt zwei oder eins oder gar kein Berührpunkt gibt, ist erstmal nicht ausschlaggebend für die Aufgabenstellung. Das wird sich alles durch die spätere Rechnung ergeben. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir nur einen Berührpunkt haben. Und diesen Berührpunkt können wir allgemein mit B von Koordinaten U und F von U bezeichnen. Das ist die übliche Schreibweise für einen allgemeinen Punkt auf der Kurve. Und jetzt werden wir natürlich die Formel benutzen, die wir vorher schon angeschaut haben. Kurz zur Übersicht. Wir suchen U an dieser Stelle. F von U ist ja nichts anderes als F von x, wobei wir das x mit einem u ersetzen, deshalb können wir es auch hier kurz hinschreiben. F von u wäre dann entsprechend 4 minus 1/2 u². F' von u ist die Ableitung von f von u, die können wir auch gleich hier hinschreiben. Also 4 fällt weg und minus 1/2 u² sind abgeleitet minus u. Und x und y sind genau die Koordinaten des Punktes B, was außerhalb der Kurve liegt. Also die können wir gerne auch hier einsetzen. Dann wird das Ganze wie folgt aussehen. Vorne steht dann für y6 ist gleich f' von u ist entsprechend minus u, Klammer auf. Dann für x setzen wir natürlich 0 ein, nochmal minus u, plus f von u sind dann 4 minus 1/2 u². Und diese Gleichung müssen wir jetzt lösen. Und dafür fassen wir das Ganze zusammen und formen nach u um. Also entsprechend werden wir dann hier 6 ist gleich u² plus 4 minus 1/2 u². Dann können wir die 4 rüberbringen mit minus 4. Entsprechend sind dann 2 ist gleich 1 u² minus 1/2 u² sind 1/2 u².
dann mal 2 und somit kriegen wir 4 ist gleich u Quadrat oder u Quadrat gleich 4. Ziehen selbstverständlich die Wurzeln, dann gibt es zwei Lösungen, eine positive, also die 2 und eine negative, die minus 2. Diese 2 und minus 2 sind genau anhand unserer Abbildung die x-Koordinaten von diesen Berührpunkten. Und natürlich brauchen wir noch die y-Koordinaten. Dafür setzen wir sie dann ein in unsere Anfangsfunktion. Entsprechend werden wir dann f von 2 haben. 4 minus 1/2 mal 2 hoch 2. Da kommt 2 raus. Und selbstverständlich für f von minus 2, wenn wir es einsetzen, kommt ebenfalls 2 raus. Damit haben wir beide Berührpunkte. Einmal b1 mit den Koordinaten 2-2. Und b2 mit den Koordinaten minus 2-2. Was wir jetzt noch bräuchten, um die Tangentengleichung aufzustellen, wären die zwei Steigungen. Also einmal die Steigung in b1 und einmal die Steigung in b2. Und wir erinnern uns, die Steigung ist ja immer die erste Ableitung. Die haben wir schon hier an dieser Stelle und die nutzen wir. Also für den ersten Punkt haben wir dann f' von 2 auszurechnen und das ist natürlich eingesetzt nur minus 2. Und für den zweiten Punkt ist das f' von minus 2 und das ergibt dann minus minus, also plus 2. So, und jetzt können wir die Tangentengleichung aufstellen. Also erstmal mit diesem Punkt und dieser Steigung, mit b1 und der Steigung minus 2. Wir setzen da oben in unserer Gleichung ein. Jetzt haben wir den Berührpunkt u und f von u und wir haben die Steigung. Deshalb ersetzen wir diese Sachen und sagen, für die erste Tangente gilt y ist gleich minus 2 mal Klammer auf x minus 2 und noch plus 2. Die Tangente ist eigentlich schon fertig. Wir sollten trotzdem noch ein bisschen die Klammer auflösen und zusammenfassen. Entsprechend werde ich dann minus 2x haben und minus 2 mal minus 2 sind 4. 4 plus 2 sind 6. Ist gut so, wir erkennen auch, die Tangente schneidet y-Achse an der Stelle 6. Und genau so können wir auch die zweite Tangentengleichung aufstellen. Jetzt mit diesem Punkt und dieser Steigung. Also die Steigung ist dann 2 mal x minus minus 2, also plus 2 und dann noch bald plus 2. Somit haben wir dann 2x. Und 2 mal 2 sind 4, plus 2 sind wieder 6. Also, auf diese Weise kann man von einem Punkt außerhalb der Kurve Tangenten an der Kurve anlegen und bestimmen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Es gibt noch zwei andere Tangentenprobleme. Einmal Tangentengleichung aufstellen bei gegebenem Berührpunkt. Das ist der Standard oder der einfachste Fall. Und einmal noch Tangentengleichung aufstellen bei gegebener Steigung. Das ist auch ein bisschen komplexerer Fall. Die Tutorials dazu findet ihr natürlich in der gleichen Playlist. Und genauso wie gerade besprochen, könnte man auch eine normalen Gleichung von einem Punkt außerhalb der Kurve aufstellen. Der einzige Unterschied ist, man benutzt die Gleichung für die normale und zwar und nicht für die Tangente. Und vergiss nicht, schlimmer geht's immer, es ist schließlich Mathe.